Punkt 6 Uhr. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Und Pamela Anderson war ja letzte Woche bei uns im Studio. Und im Anschluss hat man sie wirklich so gesehen, wie man sie eigentlich noch nie gesehen hat. Tief berührt, menschlich, traurig, sehr ehrlich. Seit Freitag ist sie eben unsere Frühstücksfernsehen-Familie, also ist mit dazugekommen. Pamela Anderson, sehr sympathisch hat sie gewirkt, aufgeräumt und sehr privat, auch bei uns im Studio. Und im Anschluss ist sie dann losgedüst in einer Herzensangelegenheit. Eine Berliner Flüchtlingsunterkunft hat sie besucht. Wir durften sie exklusiv begleiten und können sagen, so emotional haben wir den Weltstar wirklich noch nie gesehen. Termine wurden extra abgesagt, aber gucken Sie selber. Pamela Anderson ringt um Fassung. Pamela Anderson ist den Tränen nahe, als sie die Geschichte von Saher hört, einem 33-jährigen Syrer, der auf sich allein gestellt aus seiner Heimat fliehen musste. Pamela Anderson, gerührt und überwältigt von ihrem Besuch im Flüchtlingswohnheim der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO in Berlin-Lichtenberg. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe gesagt, eines möchte ich unbedingt tun. Ich möchte in ein Flüchtlingsheim und gucken, wie es den Menschen dort geht und wie man helfen kann. Man sieht die Geschichten immer im Fernsehen, aber sie kommen und gehen. Es ist aber wichtig, dass jeder sich der Situation bewusst ist und sich klar macht, dass das jetzt passiert. Um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen, lässt sich Pamela Anderson von Manfred Nowak, einem Vorsitzenden der AWO, die Erstaufnahmeeinrichtung zeigen. 350 Flüchtlinge aus 25 Nationen werden hier betreut und versorgt. Traumatisierte Menschen, die nach Flucht und Gewalt das erste Mal so etwas wie ein Zuhause finden. Menschen wie Saher. Wie lange bist du hier? 4 Monate. 4 Monate. Und woher kommst du? Syrien. Lebt deine Familie auch hier? Meine Familie ist in Syrien, meine Frau und mein Sohn. Pamela Anderson ist geschockt. 3000 Kilometer liegen zwischen Saher und seiner Familie. Sie möchte mehr über ihn und sein Schicksal erfahren. Und begleitet ihn in sein kleines Zimmer im Heim. Der 33-Jährige erzählt von seiner Flucht. Wie seine Familie 8000 Euro für Schlepper zusammenkratzt, damit er, der gehbehinderte Mann und Vater, fliehen kann. Über Griechenland, durch Österreich bis nach Deutschland. 3 Monate völlig auf sich allein gestellt. Es bricht mir das Herz. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn Familien zerrissen werden. Das ist sehr emotional für mich. Dann zeigt Saher Fotos von seiner Familie. Seinem nicht mal 2-jährigen Sohn, Sain, erzählt, wie er bei jedem Anruf nach Syrien hofft, dass sich Frau und Kind melden. Die Vorstellung ist schrecklich, nur Fotos oder Videos von seinen Kindern sehen zu können. Wir müssen uns in die Lage dieser Menschen reinversetzen, wie schlimm das ist. Wenn ich schlafen gehe, denke ich immer an meine Familie. Wie geht es ihr? In dieser Sekunde, jeden Tag, einfach jeden Tag denkst du an sie. Denkst und denkst und denkst an sie. Wo sind sie? Was passiert gerade? Das kannst du dir nicht vorstellen. Pamela Anderson, selbst Mutter von 2 Kindern, ist erschüttert. Und eigentlich müsste sie jetzt gehen. Ein extrem wichtiger beruflicher Termin in Berlin steht noch an. Doch der Weltstar bleibt. Zu sehr berühren Pam die Menschen der Flüchtlingsunterkunft und die Helfer im Hintergrund. Und ein paar Kleinigkeiten möchte die 48-Jährige auch noch übergeben. Ich finde, jeder muss etwas tun, etwas geben, überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland. Jeder kann etwas geben. Ihr Besuch ist für uns eine Auszeichnung, auch für die Beschäftigten, die sich um die Menschen hier kümmern. Eine Wertschätzung, dafür sind wir dankbar. Ich muss Danke sagen. Mir ist es eine Ehre, dass ich hier sein darf.
Und dann muss Pamela Anderson los. Aber nicht zu ihrem Anschlusspressetermin, denn den hat sie inzwischen abgesagt. Zu bewegend und emotional war das, was sie hier erlebt hat.